Caillou versuchte Scheiße zu sein, genauso tapfer wie Adolf Hitler wäre. Jetzt braucht man Penis! Was ganz Besonderes. Schwester Rosie? Ja? Geben Sie mir bitte Salatsauce aus dieser Dose. Schwester Günther! Das reinigt die Paprika-Kartoffelschips gründlich, damit sie schnell heilen können. Und jetzt brauchen wir etwas anderes. Wissen Sie, was das sein könnte, Schwester Rosie? Schinken. Richtig. Ganz genau. So, und wie wäre es jetzt mit einem großen Glas von unserem speziellen Schnell-Wieder-Saft? Cool. Autschi! Alter, ernsthaft, Halsmaul! Wie wäre es, wenn wir mit Züge fliegen? Rosie, au! Kaka machen! Rosie, du bist mein Co-Opfer. Du musst vorangehen und mir den Weg zeigen. Classic. So, bitteschön. Schönen Dank, du Arsch! Ich hab Ihnen einen Hodensack in Ihrem privaten Penis gegeben. Caillous Eier taten immer noch etwas weh, aber seine neuen, kürzlich von Amazon erworbenen Gehirnzellen, produziert von kubanischen Schwerstverbrechern, gefielen ihm wirklich gut. Caillou! Was? Bubu. Pokémon! Du Arsch! Also, Sie müssen ja ein ganz besonderer Sack auf diesem Flug sein. Nur besondere Passagiere bekommen einen Penis! Mit Überraschung in der Tüte. Geil, eine Bombe. What the fuck? Caillou glaubte, dass es seinen Eiern etwas besser ging. Er wollte ausprobieren, ob sie noch wehtaten, wenn er fickt. Los, fick mich doch! No! Billy! Heiko! Da sind Olaf und Günther und Rüdiger. Hab ich auch gesehen. Ich glaube, die wollen ficken. Sind die Eier meines Patienten wieder in Ordnung? Frag doch einfach nochmal. Sind die Eier meines Patienten wieder in Ordnung? Oh, Kacke, tut das weh. Das nehme ich als ja. Versuch doch mal ein paar Pokémon hier im Wohnzimmer zu ficken. Ups, ich meine natürlich töten. Wie bist du da hochgekommen? Ich bin gefallen. Caillou fühlte, dass es seinen Eiern schon viel besser ging. Rosie hat Bombe heil gemacht. Wir haben keine Chips mehr. What the fuck? Ich bin der Notenbumser. Caillou und... Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Tja, dein Fickgestell scheint wieder einwandfrei zu funktionieren. Ich überprüfe das mit meinem Co-Opfer. Rosie, können wir im Park ficken? Yo! Der Park wird angeflogen und ich habe genau das Richtige, was meine beiden Opfer brauchen. Oh, ich glaube, das macht Sinn. Guck mal, Mami, ich bin ein guter Dixer! Ja, und deshalb hast du auch dein Fick-Abzeichen. Und was ziehen alle Dixer immer an, wenn sie ficken wollen? Schumpf. Richtig.